Willkommen zurück in der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge mit Soulink und dem Paranoia auf dem Fahrrad. Hallöchen! Na, wie geht's dir? Mir geht's prima, denn ich hatte unglaublich viel Spaß jetzt in der Vorbereitung und das ist nicht ironisch gemeint. Und wie ihr seht, hat sich einiges entwickelt. Wir haben ein Packy und ein Gram, also ist immer ganz gut aufgestellt und haben hier und da noch ein paar Statuswerte mitgenommen. Und wir sind jetzt endlich Pelipper-Brüder. Hey, freust du dich? Yay! Yeah. Haben bei dir die Pokémon gegebenenfalls etwas Neues gelernt? Nicht unbedingt. Es blieb alles beim Gleichen. Ich muss natürlich mal selber mal gucken, weil zuletzt wurde das irgendwann mal am 23. Februar bei dem letzten Spiel mal mit angeschnitten, aufgenommen oder regulär mitgespielt. Und wie du natürlich auch schon mitgesagt hast, wenn wir jetzt Pelipper-Brüder sind, ja, Mövenpicky mit der Wassertafel hat natürlich dann dementsprechend auch hier eine Präferenz mit Aquavelle Anziehung, habe ich quasi mal auf Mövenpicky mit draufgepackt. Weil, warum eigentlich nicht? Flügelschlag und Ruxukieb. Läuft. Läuft. Und von deinem 73er Angriff kann ich bei meinem Bronze nur träumen, denn das hat ungefähr einen 20er Angriff. Und die Initiative ist höher als der Angriff oder Spezialangriff dementsprechend. Ja, das Bronze selbst ist ja auch mehr speziell offensiv. Es geht mir eher da. Es ist eher defensiv statt offensiv. Ja. Ja, gut, stimmt. Eigentlich mehr defensiv, aber man geht immer nach dem Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung, deswegen orientiere ich mich mehr auf den Angriff. Ja, klar. Naja, man kann ja jetzt hier wirklich nichts mehr ändern, großartig, an den Werten. Vielleicht bei den EVs noch ein bisschen, aber ja, das ist eigentlich merkwürdig. Hier sind die Zwirllichter, hey, schön. Hey! Ich muss natürlich auch sagen, wenn ich so diese Arena hier immer, also mal zum ersten Mal betreten hatte und auch immer hier mit betrete, das ist so gut umgesetzt. Also hier hat man noch wirklich wahnsinnig viel Mühe mit rausgegeben, wie so eine Arena aufgebaut werden soll, also regulär als Geist-Arena. Mhm. Da werden wir natürlich jetzt noch nicht ganz genau wissen. Oh, cool, warte mal, ich sehe es bei dir in Klibunker. Also entweder ist es bei dir Kampf oder Gift. Ja, und die giftige Arena, die wäre wahrscheinlich wieder sehr, sehr unpraktisch. Keine Ahnung. Wie wir schon an meinen Rant. Wie wir schon an meinen Rant zu, wie heißt Janina oder Koga angemerkt haben. Nee, er hieß nicht Koga. Nein, jedenfalls egal. Ja, dann würde ich mal sagen, GG auf deiner Seite. Bei mir wird es ein bisschen schwerer. Also, ja, also ich habe Käfer bei mir. Bei dir steht es natürlich halt eben noch nicht ganz so fest und hat es gerade mit 1 KP überlebt, ist das viel? Ja. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es dich jetzt noch instant vergiftet hätte mit dem einen einzigen Giftstachel. Ja, das wäre richtig eklig geworden. Zieht 2 KP ab und vergiftet mich, der Drecks. Froscherig. Ja. Denkst du, Klibunke zieht auf diesen Pfeilgiftfrosch ab? Das denke ich schon mal sehr. Ja, ist mir nämlich dazu eingefallen. Hey, da haben wir nochmal einen Klibunke. Apropos, da fällt mir zumindest auf, ich könnte mal eine neue Thematik für Pokémon Showdown mal mitbringen. Entweder so ein komplettes Frosch-Team oder vielleicht auch so ein komplettes Osterhasen-Team, weil ja auch demnächst ja Ostern ansteht. Ostern. Da könnten wir ja natürlich einerseits ein bisschen über Showdown reden oder über die Easter Eggs. Easter Eggs, oh, welche Überleitung. Ja. Und das letzte Easter Egg, das letzte neue Easter Egg, was ich gesehen habe, war bei Lego Indiana Jones. Das habe ich in meiner Kindheit ziemlich lang gespielt und habe es mir dann wieder gekauft vor ein paar Wochen. Und ich habe jetzt diesen ersten Teil abgeschlossen, den ersten Film kann man sagen, den mit der Kugel und mit dem Quietschhändchen, was er da austauscht oder was auch immer das war in der Höhle. Und da kam auch irgendwas von Star Wars vor. Irgendein C3PO oder so ein Roboter. Also, ja, ganz lustig an der Stelle auf jeden Fall. Nice. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, also mit dem Easter Eggs mal sehen. Als ich zum Beispiel noch GTA Vice City mal gespielt hatte, irgendwann mal privat, da ist mir da auch ein Easter Egg mir aufgefallen und das war wirklich ein sehr offensichtliches Easter Egg. Und zwar, wenn du in der
zweiten Stadthälfte bist, mehr im Norden von Vice City, da hast du ja tatsächlich Hochhäuser. Du musst da, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, da mit einem Hubschrauber dort oben landen. Dann steigst du aus, auf dem Dach, gehst ein bisschen runter und dann musst du irgendwie sehr gekonnt springen durch eine Wand durch, die aber eigentlich nur eine optische Wand mit repräsentiert, aber du kannst so durchfallen und dann siehst du quasi dort ein Osterei so richtig auf einem Podest und ich glaube sogar noch extra die Aufschrift Happy Easter. Ich habe schon währenddessen überlegt mit Ostereiern und da passt es auch, denn in Battlefield 4 gab es auch sowas ähnliches, sowas offensichtliches, hey, das ist ein Easter Egg als Easter Egg. Das ist keine Referenz, das ist einfach nur ein Osterei. Da gab es auf Flatzone so ein Nest mit Ostereiern, also wie man es bei uns kennt natürlich. Das fand ich ganz witzig und ich glaube, das ähnelt sich auch mit deinen von GTA, würde ich mal so sagen. Nice. RGG bei dir sehe ich es gerade, du hast eine reine Kampfarena. Ja. Es und, ist. Wenn ich das natürlich mal sehe, wird bei dir im schlimmsten Fall wohl ein bisschen dumm werden, weil du ja auch ein paar Pokémon hast, die sehr empfindlich auf Kampf sind. Ja, Granbull, Quieke. Oder auch Manny. Ja, Quieke. Ah, dafür oder haben wir auch deine Blanas. Vielleicht in vierfacher Form. Das ist schon Unlicht. Ja, das ist, also Unlicht korrigiere nicht in vierfacher Form, macht schon generell sehr großen Schaden. Ja. Ich habe zwar jetzt ein bisschen drüber geredet, wie schwach Bronze ist, aber ich glaube, es wird auf Bronze oder Pelipper hinauslaufen, die Arena, also macht euch da auf jeden Fall gefasst. Ja, Bezug hat gerade eine Kritze-Konfusion verursacht. Was machst du denn auch mit einem Gift-Pokémon? Ich darf mal anmerken, ich hab's nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das Vieh schon auf dem Level schon eine Psycho-Attacke wie Konfusion drauf hat. Naja, also ein bisschen Vorsicht musst du schon walten lassen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, deswegen volle Offensive, voll rein in den Gegner. Weißt du, was lustig ist, apropos Porzellankiste und Elefanten? Du hast Don Fun. Und ich habe, wie ich auf PokeWiki gesehen habe, auch einen Elefanten, später Mammute. Das finde ich ziemlich witzig. Da können wir mal eine Terrötenparty geben. Genau. Hey, Paranoia. Was? Hast du im Kindergarten aufgepasst? Was ist denn das für eine Form? Ich glaube, ein Achteck. Ein Achteck. Ein. Doch, das hat nämlich hier innen vier Ecken und außen vier Ecken, also es ist ein Achteck. Ein Oktagon. Ich finde es merkwürdig, dass hier in der Emulation das so komisch aussieht mit der Dunkelheit, dass da so komische Flecken sind und ich glaube eher, das liegt an der Übertragung. Hey, Klibunkel, kennen wir das nicht schon? Yay, du hast einen Klibunkel. Und ich habe jetzt zumindest den Ton von Mewtwo gerade mitgehört, in einer etwas sehr langsamen Form. Oder was, eine verzerrte Form oder langsam unverzerrt? Das also weiß egal. Ich nicht. Ich weiß nur Rizeros und Glurak. War das nicht so? Jedenfalls eins von den beiden Entwicklungsreihen. Die ähneln sich auch super stark. Hey, Pelipper-Brüder. Yay! Ja. Was für ein Fisch hast du im Maul? Im Schnabel? Ein Pikachu. Ein Pikachu. Ja. Apropos Pikachu, in der Vorbereitung habe ich mich auch gefreut. Hey, ich habe einen Donnerstein im Untergrund gefunden. Jetzt kann ich das Pikachu entwickeln, was ich nicht mehr entwickeln werden kann. Ja, und das war's mit der Freude. Aber hey, die Freude, die würde ich jetzt noch nicht so voreilig wegwerfen. Ja. Du hast ja auch ein Evoli. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Lustigerweise ist es unheimlich, wie sich das hier überdeckt. Ja. Wie das übereinstimmt. Hast du schon dein Evoli schon weiterentwickelt oder schon einen Plan, zu was du es weiterentwickeln möchtest? Nee, überhaupt nicht. Ich hätte am meisten natürlich Lust auf Nachtara, weil ich das im Overuse am meisten gespielt habe. Aber es ist ja physisch nicht so gut. Physisch offen, im offensiven Teil überhaupt nicht gut. Deshalb, ich weiß nicht, was ich machen werde. Außerdem Evoli... Ja, es ist eigentlich ziemlich schwach von den Werten, nur im Competitive
ist es hier und da ganz gut, weil man da schon alle Sachen hat. Aha. Ja, es war ja auch in der letzten Folge noch das Thema, nehmen wir Evoli ins Team, weil man kann sich's aussuchen, es ist spaßig, man kann ziemlich viel Scheiße machen, aber ja. Naja. Das war's an Evoli. Nocturne oder Kekli, welcher Typ bist du in der ersten Gen? Oh, mal sehen, da ist es bei mir mehr Nocturne. Ja. Yeah. Weil es ja quasi auch eine Anlehnung an Jackie Chan mit ist, währenddessen Kekli eine Anlehnung an Bruce Lee ist. Ich bin kein Filmetyp, aber ich stimme mit dir auf jeden Fall überein, dass Nocturne das coolere Pokémon ist. Ja, weil Nocturne kann Elementarschläge. Ja, Kekli kann ersten. Und Kekli kann nur einen Angriff, wo er sich selber verletzt, wenn er daneben geht. Ja, aber Fun Fact an dieser Stelle, in der ersten Spielegeneration war Sprung Kick und pass auf. Oh ja, oh. Danke für den Hinweis. Gangshit. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja. In der ersten Spielegeneration war Sprungkick und Turmkick doch mit so einem Bug behaftet, wenn du damit nicht getroffen hast, wurde dir nur ein KP abgezogen. Was? Warte nur mal. Ein einziges KP. Bis zu welcher Gen? Aber ab der zweiten wurde das dann korrigiert. Genial. Aber bei der ersten, da konntest du quasi Sprungkick und oder Turmkick mit einsetzen. Und da war es dann mal vollkommen egal, ob du da getroffen hast oder vielleicht auch mal nicht getroffen hast, weil diesen 1 KP kannst du eigentlich warte mal, Gegenschlag. Ich dachte, das wäre so eine Art Konter oder irgendwas. Nein, ich muss mal kurz überlegen. Gegenschlag, entweder war das eine Unlichtattacke, die halt eben den doppelten Schaden verursacht, wenn quasi angegriffen wurdest, oder war das die Kampfattacke, die effektiver ist, je weniger KP der Anwender hat? Oh, ich weiß es nicht. Ich wusste bis jetzt überhaupt nicht, dass die Attacke Gegenschlag gibt. Die klangen so merkwürdig, so selten. Das ist wie, warte mal, da gab es doch eine Unlichtattacke, die mehr Schaden macht, je mehr Pokémon man im Team hat oder je mehr Pokémon gestorben sind. Aber auch ziemlich nischig. Ich kenne jetzt nur eine, aber die ist nicht von Typ Unlicht, sondern von Typ Normal. Das nennt sich Heimzahlung. Nee, die meine ich nicht. Die wurde in der zweiten Gen, glaube ich, eingeführt. Die konnte zum Beispiel Hondusa. Aber ja, ist auch egal. Also ein Signature-Move von Hondusa? Ich würde sagen, ja. Ist aber, ja, ich kenne mich damit nicht aus. Das weiß ich jetzt mal überhaupt nicht. Ja. Übrigens, hier haben wir den Stan Lee. Ah! Hey. Was ich noch sagen wollte, ich fand es so merkwürdig, dass man in einer Arena einen Pokémon bekommen hat. Also entweder Nocturne oder Kekli. Das fand ich ziemlich merkwürdig. Ja. Oh, ich hätte so Bock auf Feuerrot und Blattgrün. Ich weiß nicht, irgendwas haben sie an den Sprites so super duper toll gemacht. Das gefällt mir. Also Feuerrot und Blattgrün habe ich auch sehr gerne gespielt, insbesondere auch mit den Sili Islands. Oh, ich liebe die. Oh. Da haben sie wirklich wahnsinnig viel rausgeholt. Ja. Und als ich damals erfuhr, dass du da dementsprechend Sili Islands mit erforschen kannst, dass du quasi, gut, man muss es mit zugeben, via Cheats, dass du halt eben dann noch Events damit freischalten konntest, wo man eben dann zum Beispiel Arctos, Zapdos, Lavados. Ach nee, warte mal, ich glaube, die waren regulär auf den Seewinseln mit vertreten. Ja. Aber Deoxys konntest du quasi somit freischalten. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, müsste das Lugia und oder Ho-Oh mit gewesen sein. Die waren auch noch irgendwie merkwürdig dabei. Ich weiß es aber jetzt mal überhaupt nicht. Was ich auch noch interessant fand, ist, je nachdem, welches Starter-Pokémon du in der ersten, in dem Remake genommen hast, dementsprechend hast du auch so ein Raubtier aus der zweiten Gen bekommen, legendäres. Das fand ich, ja. Die waren dann. Was? Nie aufgefallen. Naja, die waren noch selten. Die waren wie Latios und Latias, nur da wurde nichts getriggert. Also du musstest die wirklich suchen nach der Pokémon-Liga. War das schon die? Wollt ihr mich verarschen? Das wäre sowas von langweilig. Also, diese Thematik, die du jetzt mehr oder weniger mit angeschnitten hast, in Diamant und Pearl, da hast du quasi Mathematikrätsel mit gehabt.
Und ich denke mal, das dürfte dann nur die Anspielung mit sein, weil sich ja quasi viele Leute sicher über die Mathematik ja fürchten. Und was wäre da am besten, als wenn du das in einer Geist-Arena machst? Achso, in Diamant und Pair war das so. Ja. Ich dachte, du würdest jetzt über die Bestien reden. Achso, nein, weil du hast kurzzeitig mal die Thematik unterbrochen, als jetzt wohl das hier getriggert wurde oder das war für irgendwas anderes und das war jetzt parallel zur selben Zeit und man ist es auf zwei Schienen unterwegs gewesen. Ach egal, komm, sprechen wir sie an, wir haben einen Kampf zu führen. Aber vorher müssen wir uns noch über ihren Akzent lustig machen, denn sonst verlieren wir. Ja, also dieser französische Akzent in Deutsch, also das hört sich natürlich richtig lustig an. Oh mein Gott, war das der Teaser für die 6. Gen, das im Frankreich spielen wird? Also das weiß ich nicht. Ha. Moment. Ich weiß nur, ich habe ein Geweier. Dann wäre das ja hier die Anteaser-Stadt, wenn du sagst, dass hier schon Hard Gold und Soul Silver angeteased worden mit Lind. Was ich sowas von nachvollziehen kann mit den Voneira-Typi, ja. Ehemaligen Voneira-Typi. Und jetzt wäre das hier die 6. Gen, also nicht schlecht, Herzhoven. Also das weiß ich ehrlich gesagt mal überhaupt nicht, ob es wirklich so eine Art Anspielung sein könnte. Ich glaube nicht, dass die haben da einfach nur irgendeinen Französin reingenommen. Ja, in der Tat. So, jetzt muss man mal hoffen, dass jetzt keine Klibunkels kommen werden. Weil? Mein Klöckner hat wenig KP und ich wechsle jetzt erstmal um. Ein Maskeregen kommt mit einem Bedroher um die Ecke. Ich greife trotzdem mit Flügelschlag an, auch wenn ich jetzt auf minus 1 Attack bin. Schade eigentlich, dass sie hier weibliche Pokémon einsetzt, sonst würde ich natürlich halt eben sehr gerne mit Anziehung hier um die Ecke kommen. Schade, dass ich verbrannt wurde, denn jetzt ist mein Step auf den Typen Kampf nicht mehr so stark. True. Das ist natürlich Sackgang. Aber sonst eine einfache Arena. Bis jetzt, ich hoffe, es bleibt so. Ja. Level 26 für Glöckner, Eisenabwehr. Eisenabwehr würde ich straight mit reinnehmen. Ja, Begrenzer. Kann man vergessen. Ja, also Begrenzer war in der 4. und ich glaube auch, Begrenzer wurde in der 4. mit eingeführt. Ab der 5. wurde es natürlich dann mit korrigiert. Aber ich glaube, in der 4. war es so, dass Begrenzer nur genau dann, also generell heißt es ja, Begrenzer sorgte dafür, dass die Attacken des Gegners geblockt werden, wenn natürlich der Anwender diese Attacken jetzt ebenfalls mitkennt. Was zum Beispiel Konfusion, Gegner kann Konfusion, zack, Begrenzer, fertig, tschüss. Aber ich glaube zumindest in der 4. müsste es, wenn ich mich nicht irre, noch, ich glaube, so gewesen sein, dass Begrenzer die Animation immer mit ausgeführt hat, unabhängig davon, ob es das jetzt erfolgreich war oder nicht. Und ich glaube, ab der 5. wurde das dann korrigiert, aber ich bin mir da mal überhaupt nicht mehr so sicher. Hey, das hat sich ja voll gelohnt zu heilen. Aber ja, interessant, dass du solche Funfacts weißt. Also was das jetzt betrifft, da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr ganz so sicher. Das möchte ich bitte erwähnen, aber das mit dem Begrenzer ist mir da durchaus mehr aufgefallen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht mehr die Reihenfolge. Oh scheiße, wir können den Brand nicht löschen. Oh, hast du keinen Feuerheiler? Naja. Gut, eine Top-Genesung könntest du einsetzen. Naja, aber nee, hebe ich mir auf. Gut, Quappo, Kollege, erinnert mich an Hard Gold und Soul Silver an den Kampf-Fuzzi, den man mit guck, Surfer... Was ich habe. Ich hab das Signature mein Gott, Pokémon. Das erinnert mich auch an die dritte, an die Hard Gold und Soul Silver an Kai mit seinen Signature-Pokémon. Ja, so ein verdammter Mist. Ach, obwohl, scheiße. Wir machen mal Folgendes. Ich wechsle mal Retentless mal aus, weil ich will, auf dem Vieh will ich unbedingt einen Bedroher haben. Oh ja. Oh ja, vor allem wenn es sich dann noch bufft. Aber du musst dich auch beeilen, gell? Du musst angreifen. Ja, ich könnte es auch mit einem Steinhagel erledigen. Greif einfach an. Okay. Das Flügelschlag. Übrigens, Fun Fact: In der ersten Spielegeneration, aber auch nur in Pokémon Gelb, konnte quasi Sichler als allerletzte Attacke Flügelschlag erlernen. Ich glaube auf Level 50 oder 51 war's. Und das wiederum hatte ich dann auch in Pokémon Gelb mit zur Liga genommen. Ein Sichlor mit Flügelschlag. Das war die einzigste Step-Attacke, die das Sichlor überhaupt kannte. Es konnte keine andere Käfer- oder Flugattacke. Ist immerhin ein besseres Flug-Pokémon als Garados.
Vor allem, ich stelle mir wirklich die Frage, das Sichtrohr, wie soll das bitte mit den Flügeln schlagen? Das hat so riesengroße Klingen und winzig kleine Flügelchen am Rücken. Wie willst du damit jemanden schlagen? Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Vielleicht war es auch einfach nur ein Übersetzungsfehler. Okay, das wird hier, glaube ich, nichts mit Pelipper. Super. Ist der M65 enthält Fluch? Verflucht! Was nützt mir denn Fluch? Jetzt kann ich doch hier Winter bei Flüren. Auf jeden Fall. Dafür musst du aber mal ein bisschen Scheiße bauen, nicht nur ich. Oh, Scheiße. Oh, der Kritz, der hat gemettert. Ja. Aber denk dran, der Burn. Ja, ich kann ja jetzt nichts mehr machen. Hast du noch deine Top-Genesung? Ja, ich werde aber sowieso auswechseln, oh Gott. Gut, ich habe sogar noch Irrlicht. Irrlicht. Damit könntest du einen Pelipper verbrennen. Queen N? Oh, warte mal, Queen N kann halt eben diesen, in Anführungsstrichen, Fluch. Ach, das ist deine TM, die du bekommen hast? Ja, das ist jetzt die TM, die ich gerade bekommen habe. Das ist ja normalerweise hier Dückeklaue, aber ach so. Ihr ist es Fluch. Ich war total verwirrt, weil Fluch ist ja auch eine... Also, es ist eigentlich eine Fragezeichen-Attacke, aber... Ja. Geist, ja, könnte schon sein. Deshalb hat es ein bisschen vermischt. Okay, Quabo, das war's. Du Signature-Move von Hartwig hieß er, glaube ich. Der Kampf-Fuzzi. Ja, ich habe schon überlegt, irgendwas mit H und ja, Hartwig und Kai haben wir hier. Oh ja. Na, wenn das mal nicht auch eine Anspielung an Herz, Gold und Soul Silver ist. Ja, das habe ich schon angemerkt. Ja. Läuft. Wo geht's jetzt eigentlich hin? Jetzt geht's Richtung Schleider. Oder? Ja. Ja, also weiter nach rechts, genau. Weil die Typen, die sind natürlich jetzt dort weg, die uns ja zuvor den Weg versperrt hatten. Also vor gut 2 Wochen. Deswegen haben wir jetzt so lange vor der Arena ausgeharrt. Wir sind wirklich sehr hart im Leben. Oh, ich wünschte, ich hätte ein Quabo. Das würde ich dann Luigi nennen, wegen den Handschuhen. Das wäre ziemlich cool. Ja, also viel Spaß schon beim Vorspielen auf deinen Encounter. Oh, hier gibt's einen Kampf, ja, oder? Stimmt, ja, stimmt, true. Da wird auch jetzt gegen uns kämpfen.